Mumien sind menschliche oder tierische Körper, die mit konservierenden Substanzen behandelt wurden, um sie über lange Zeiträume zu erhalten. Sie sind besonders bekannt in der altägyptischen Kultur, wo sie zur Erhaltung der Körper von Pharaonen und hochrangigen Personen verwendet wurden. Der Prozess der Mumifizierung beinhaltet mehrere komplexe Schritte. Zunächst werden die inneren Organe aus dem Körper entfernt, was als Evisceration bezeichnet wird. Das Herz, die Leber, die Lungen und die Eingeweide werden separat in Behältern namens Kanopenkrüge aufbewahrt. Danach wird der Körper mit wasserlöslichen Substanzen und Natronlauge gereinigt, um das Bindegewebe und Fett zu entfernen. Anschließend wird der Körper sorgfältig mit flüssigem Stickstoff und feuchtigkeitsspeichernden Salzen getrocknet. Sobald der Körper vollständig getrocknet ist, werden Hauptkonservierungsmittel wie Düngemittel und Harze aufgetragen. Organische Konservierungsmittel wie arabische Gummis und Weihrauch wurden verwendet, um den Körper zu schützen und den Zerfall zu verhindern. Danach wird der Körper mit feuchten Leinenbinden umwickelt, die als ägyptische Baumwolle bekannt sind. Die Mumien werden in kunstvoll verzierten Holz- oder Steinsärgen, auch Sarkophage genannt, platziert. Die Särge sind mit Malereien, Gravuren, Darstellungen der Mumie selbst sowie religiösen und magischen Symbolen und Texten verziert. Mumien sind eine wichtige Quelle für Informationen über die altägyptische Zivilisation. Die Analyse von Mumien liefert wertvolle Informationen über Medizin, Anatomie, Ernährung, Geschichte und Kultur in dieser Zeit. Die Körperstrukturen, die verwendeten Konservierungsmittel, Krankheiten und Verletzungen werden untersucht, um das Leben und die alten Bräuche zu verstehen. Mumien wurden in den Gräbern der Pharaonen gefunden und einige von ihnen wurden in Museen der Öffentlichkeit präsentiert, um das faszinierende alte Ägypten und seine Kultur kennenzulernen. Mumien der Pharaonen sind besonders bekannt und berühmt, wie zum Beispiel die Mumien von Tutanchamun und Ramses II. Moderne Technologien wurden eingesetzt, um Mumien ohne Schäden zu untersuchen. Röntgenaufnahmen und Computertomographie, CT-Scans, wurden verwendet, um die Körperstruktur zu überprüfen und feine Details innerhalb der Särge zu entdecken. Darüber hinaus wurde die DNA-Analyse verwendet, um die Identität der Mumien und ihre genetischen Verbindungen festzustellen. Mumien sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der Menschheit und tragen zum Verständnis unserer gemeinsamen Geschichte und der Entwicklung verschiedener Zivilisationen bei. Sie bieten Einblicke in die Vergangenheit und helfen uns, Kultur, Religion und alte Wissenschaften zu erkunden. Mumien sind auch eine wertvolle Quelle für wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung des Wissens über die Menschheit und die Geschichte. Wie lange dauert der Prozess der Mumifizierung normalerweise? Der Prozess der Mumifizierung kann je nach Methode und Umständen variieren. In der altägyptischen Kultur beispielsweise dauerte die traditionelle Mumifizierung mehrere Wochen bis Monate. Der genaue Zeitrahmen hing von verschiedenen Faktoren ab, wie dem sozialen Status der Person, den verfügbaren Ressourcen und den gewünschten Ergebnissen. Für hochrangige Persönlichkeiten wie Pharaonen oder Mitglieder des Königshauses wurde ein aufwendigerer Prozess durchgeführt, der mehr Zeit in Anspruch nahm. Dies umfasste eine detaillierte Vorbereitung und Reinigung des Körpers sowie die Anwendung verschiedener Konservierungsmittel und Techniken. Bei der traditionellen altägyptischen Mumifizierung wurden die inneren Organe entfernt, der Körper mit Salzen behandelt und anschließend getrocknet. Danach wurden Konservierungsmittel wie Harze und Öle aufgetragen, um den Körper zu schützen. Schließlich wurde der Körper in Leinenbinden gewickelt und in einen Sarkophag gelegt. Der gesamte Prozess konnte mehrere Wochen bis Monate dauern, abhängig von der Größe des Körpers, der gewünschten Qualität der Mumie und den verfügbaren Ressourcen. Es war eine äußerst präzise und zeitaufwendige Aufgabe, die von spezialisierten Mumifizierern durchgeführt wurde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch andere Methoden der Mumifizierung gab, die weniger Zeit in Anspruch nahmen. In einigen Kulturen wurden beispielsweise natürliche Bedingungen wie extreme Trockenheit oder Kälte genutzt, um eine Art der Mumifizierung zu erreichen.
Diese natürlichen Mumifizierungsprozesse können über einen längeren Zeitraum von Jahren oder sogar Jahrhunderten stattfinden, indem sie die Verwesung des Körpers verhindern. In modernen Zeiten können technologische Fortschritte den Prozess der Mumifizierung beschleunigen oder vereinfachen. Zum Beispiel kann die Verwendung von Chemikalien oder gefriergetrockneten Techniken den Prozess beschleunigen und die Zeit für die Mumifizierung erheblich verkürzen. Insgesamt kann man sagen, dass die Dauer der Mumifizierung stark von den verwendeten Methoden, den Umständen und dem gewünschten Ergebnis abhängt. Gibt es in der heutigen Zeit noch andere Mumifizierungsmethoden? Präparation mit Konservierungsflüssigkeiten. Bei dieser Methode werden chemische Lösungen verwendet, um den Körper vor dem Verfall zu bewahren. Formaldehyd ist eine häufig verwendete chemische Verbindung, um das Gewebe zu fixieren und zu konservieren. Die Konservierungsflüssigkeit wird in den Körper injiziert, um die Struktur und das äußere Erscheinungsbild zu erhalten. Kryonik. Diese Methode wird selten angewendet und erfordert fortgeschrittene Techniken. Der Körper wird mit Hilfe von flüssigem Stickstoff oder anderen kalten Gasen eingefroren, um den Gewebeabbau zu verhindern. Der Körper wird in einen luftdichten Behälter gelegt und extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Naturbalsamierung. Bei dieser Methode wird auf natürliche Umweltbedingungen zurückgegriffen, um den Körper zu konservieren. Zum Beispiel wird bei extremen Trockenheitsbedingungen oder niedrigen Temperaturen versucht, den Körper auszutrocknen und den Verfall zu verhindern. Dies wird normalerweise in Regionen mit extremen Bedingungen wie Polargebieten oder trockenen Wüsten angewendet. Elektromedizinische Balsamierung. Diese moderne Methode verwendet elektrische Techniken und spezielle chemische Substanzen zur Konservierung. Ein schwacher elektrischer Strom wird auf den Körper angewendet, um das Gewebe zu fixieren und zu erhalten. Die Dauer dieser Methoden kann je nach Verfahren und Umständen variieren. Es ist wichtig anzumerken, dass die Einbalsamierung in verschiedenen Kulturen und Rechtsvorschriften unterschiedliche Bedeutungen und Anwendungszwecke haben kann. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Wir hoffen, dass Sie viel Neues über die faszinierende Welt der Einbalsamierung und Konservierungstechniken gelernt haben. Wenn Sie weiterhin an solchen informativen Inhalten interessiert sind, laden wir Sie herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren. Durch das Abonnieren unserer Kanal bleiben Sie stets auf dem Laufenden über die neuesten Videos und Erkenntnisse aus der Welt der Einbalsamierung. Sie werden die Chance haben, tiefgreifende Einblicke in traditionelle und moderne Methoden der Konservierung zu erhalten. Unser Ziel ist es, Ihnen eine reiche und vielfältige Wissensbasis zu bieten, um Ihr Verständnis für dieses faszinierende Fachgebiet zu erweitern. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil unserer Community zu werden, in der wir uns mit Gleichgesinnten austauschen, Fragen beantworten und tiefer in die faszinierende Welt der Einbalsamierung eintauchen. Wir freuen uns darauf, Sie in unseren zukünftigen Videos begrüßen zu dürfen. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um keine unserer spannenden Veröffentlichungen zu verpassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse an unserem Kanal. Bis bald!